Hallo und herzlich willkommen, die Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu UFC 4 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und an der letzten Fight Night sind wir Champion geworden. Und in dieser Fight Night verteidigen wir unseren Titel. Ihr seht, ich habe den Kämpfer ein bisschen bearbeitet. Ich lasse mir es aber trotzdem nicht nehmen, dass ich mir denke, hier dies nur mal durchgehe. Denn wir haben ja die Coins dazu vergeben. Gesundheit sind wir jetzt komplett oben. Ich würde jetzt mal sagen, wir dann jetzt hier mal etwas in die Verteidigung investieren und hier etwas in die Offensive eine. Dann haben wir nur 16 übrig. Wir kantern die Kopfbewegung. Machen wir nach oben, dann haben wir nur einen. Genauigkeit, Beinarbeit, aber der Kopf. Takedown-Verteidigung braucht man 22, kann man dann auch noch machen. Passt gut. Technik, Hammer. Neue Submission inner. Und nur etwas. Jo. Diesen hier haben wir. Ein Triangle. Dann Vorzüge. Haben wir keine offen, aber wir haben hier, könnte man zwei Vorzüge reinstecken, wenn wir wollten. Passt gut. Dann simulieren wir uns früher in die Kampfwoche. Und dann schauen wir mal, ob uns die Titelverteidigung gewinnen wird. Schaut, ich denke, da gibt es eine Pressekonferenz, sowas hätte ich mir schon gedacht. Oh, setzt mir aber auch nicht, denkt, dass was kommt, dann ist echt noch was gekommen. Als nächstes dürfen wir uns auf einen UFC-Titelkampf im Schwergewicht freuen. Die Takedowns dieses Kämpfers sind wirklich atemberaubend. Er ist explosiv und seine Technik ist sensationell. Da muss man sich als Gegner drauf einstellen, sonst wird der Kampf schnell zu einem Albtraum. Wir kennen ihn natürlich schon seit langem als absoluten Clinch-Experten. Ja, den Clinch darfst du als Gegner eigentlich gar nicht erst zulassen, wenn es gegen ihn geht, denn sonst wird es natürlich eng. Da bringt er immer wieder seine Würfe. Wir werden trotzdem verteidigen. Die haben schon mal besiegt, zwar nur mit den Punkten. Wir werden wieder Frontkicks machen, jede Menge. Er hat sich in seinem letzten Kampf die Krone im UFC-Schwergewicht geholt. Tja, und wenn du diesen Titel einmal hast, dann willst du ihn auch nicht mehr abgeben. Aber schafft er das heute? Gelingt ihm diese erste Titelverteidigung? Leicht wird es nicht. Denn die Herausforderer stehen natürlich jetzt Schlange. Jeder will ihn ablösen. Jeder will ihn entthronen. Heute also der erste echte Test für den neuen Champ. Gegen diesen Kämpfer haben es fast alle schwer, denn seine Schnelligkeit und seine Beweglichkeit machen ihn zu einem ganz, ganz unangenehmen Kontrahenten. Er weicht perfekt aus, er ist unberechenbar und seine Angriffe kommen immer wieder überraschend. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahenten in diesem Titelkampf im Schwergewicht an. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Die offizielle Vorstellung jetzt mit Bruce Buffer.
Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliotta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's time! Five rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler holding a professional record of 16 wins, 3 losses, and 1 no contest. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, presenting the challenger, Curtis Racer! And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 19 wins, 1 loss. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 210 pounds. Fighting out of Vienna, Austria, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Heavyweight Champion of the World, Assassin. All right, this is for the UFC Championship. I want you to bring my commands at all times, protect yourself at all times. A nice, clean, safe fight. Touch gloves, ratchet corners. Die beiden können das Signal des Referees kaum noch erwarten. Die wollen endlich loslegen. Aber ich will gerade das einmal genießen. Das ist heute seine erste Titelverteidigung im Schwergewicht. Keine leichte Aufgabe also. Er landet hier den Kick. Ja, der hat gesessen. Er bringt hier den Kick zum Körper. Da war das Timing echt perfekt. Er hatte genau den richtigen Abstand. Der nächste exzellente Kick. Treffer mit dem Punch. In die Rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Ja, er muss sich erholen. Also klammert er jetzt. So, jetzt hat es. Einen Cut haben wir schon mal. Das hat das letzte Mal auch nichts gut gegen die. Ja, das haben wir ja schon so oft von ihm gesehen. Er versucht's mit der Triangle, warum nicht? Er zieht seine Beine immer enger, das könnte es gewesen sein. Er zieht die Submission jetzt knallhart durch. Aus ist. Er ist draußen. Oh. Er ist in der Side Control. Ah, er versucht die Triangle anzusetzen. Du hast nur mehr Schwein gehabt, aber jetzt nicht, jetzt konzentrieren. Er zieht seine Beine immer enger, das könnte es gewesen sein. Ich glaube, das war's. Da geht nichts mehr. Schauen Sie sich nur diese herrliche Submission an. Wahnsinn! Starke Leistung. Aber das habe ich beim letzten Kampf gegen ihn genauso gemacht. Die Chance zur Triangle. Bewegungen werden schon langsamer. Er zieht seine Beine immer enger. Das könnte es gewesen sein. Aber ist leicht. Das ist eine gute Technik. Er arbeitet aus der und eine gute Taktik. Er wollte auf den Po nachher. Er wollte auf den Po nachher und ich bringe ihm das auf den Po nachher. Die Runde geht an mich, weil ich tue viel mehr als wer. Er zieht seine Beine immer enger, das könnte es gewesen sein. Da ist seine Gelegenheit zum Ground and Pound. Ich weiß, ich habe Knockdown.
versprochen. Aber Kampfsport ist wie Schachspielen. Und damit ist die erste Runde beendet. Akato werden verpasst. Vermutlich gewonnen. Was hat denn? Er hat ist sogar unten noch gewesen. Junge. Zack, und da habe ich einmal den Haken reingehauen. Und dann gleich nochmal einen noch. Grandioser Punch, präziser geht es fast nicht. Bam, und nochmal. Schön getroffen. Oh ja, schauen Sie sich diesen heftigen Strike an. Bam, hab sie schnell gehabt. Und dann nur ein Lowkick noch. Diese Runde hatte einige echte Highlights. Es geht weiter, Runde 2. Ja, da steckt er nicht so leicht weg. Tolle Strikes hier. Das sieht super aus. Er ist einfach einer der besten Weltmeister, wenn es zum Ground and Pound kommt. Das zeigt er ein ums andere Mal und auch hier wieder. Das hätte sein Gegner eigentlich aufpusten müssen. Trotzdem lässt er hier zu, dass er sich löst und diese herrliche Kombo anwendet. Da sehen wir den nächsten Clinch. Das sieht schon so an. Erst in der Sektguard. Da zeigt er sehr schöne Positionswechsel. Er geht auf den Anaconda Choke. Sein Arm ist jetzt ernsthaft in Gefahr. Nein, da gibt es keinen Kopf mehr aus dieser Submission. Jawohl! Meine Prognose hätte Submission in der zweiten Runde sein müssen. Das war eine wirklich schöne Submission. Er wusste genau, was er machen wollte und hat es dann technisch sauber umgesetzt. Da ist der Kick wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. Das, was ich das erste Mal nicht geschafft habe, das ist das Video, was ich jetzt leider nicht gesehen habe, das habe ich hier jetzt geschafft. Mit einer Submission hat er sich hier den Sieg geholt in diesem heutigen Kampf. Und da darf er jetzt zu Recht jubeln. Ladies and gentlemen, Referee Dan Bergliotta is going to stop this contest at 1 minute 54 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out. And still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Assassin. Ein schöner, ein überzeugender Triumph also am Ende. Titelverteidigung gelungen. Kompliment. Das war vielleicht die härteste Herausforderung, die schwerste Aufgabe, aber er hat sie bestanden. Hat wieder einmal gezeigt, dass er aktuell einfach in absolut bestechender Form ist. Kompliment zu diesem Sieg. Gut, gut, gut. Gefällt mir. Millionen Aufrufe, 1,6. Ah, bleibt bei 1,6 wahrscheinlich stehen. Absolut genial. Na, schauen wir mal, ob er nur. Er weiß, dass jetzt der Kickboxer auch am Boden unten seine Leistung bringt. Ja, geil! Sogar mit Österreich-Fahne auf dem Gürtel oben. Erste Titelverteidigung, 2.11.27, besiegt in Runde 2 durch Submission. Genial. Freut mich, dass da die Österreich-Fahne auf dem Titel oben ist. Get deep in the mix, wanna beast to get geek in the mix.
So, Kampfangebote. Kampfangebote. Gegen Russen, logisch. Aber gefällt mir. Nicht nur Amerika, sondern auch Russland. So, dann, was machen wir? Sparring natürlich. Und zwar Muay Thai. Heute mal dein Time. Du musst nur im richtigen Moment Druck ausüben. Dann hast du so gut wie gewonnen. Ja, genau so. Mein Hinter- und Roundhouse-Kick. Und vor den Roundhouse-Kick, da mal ein bisschen laufen, pushen. Oh, jetzt bin ich unten mit der Energie. Jetzt bin ich mit der Energie unten. In 30 Sekunden war's das. Das hat mir jetzt einen Haufen Ausdauer gekostet. Ich weiß ja, wenn ich mich nicht bewegen kann. Genau, was ist denn los? Was ist jetzt? Okay? So. Optionen weiter. Dann machen wir jetzt Bodenkampf. Ich werde schauen, dass ich jetzt nur so 30 Minuten Videos mache. Also werde jetzt nur den Rest der Zeit jetzt noch mit irgendeinem verbringen beim Sparring. Und dann mit 30 Minuten werden wir jetzt die Videos, da ich mal sagen, belassen. Weil 6 Wochen ist oft verdammt lang. Und es ist ja immer das Gleiche mit dem Training. Es wird halt dann gerade dies verbessert, das verbessert. Weiter an deinem Jiu-Jitsu. Erzwing die Aufgabe. Und los. Klasse. Jetzt bring ihn zum Tap. Nicht nachlassen jetzt, Junge. Gleich gibt er auf. Jawohl! Super! Oho! Dächten wir aus der Kammer. Sau stark! Hol dir den Tap auf! Das geht gut durch die Triangle. Weiter so! Gleich tappt er! 30 Sekunden noch! Dann verstärkt sie die wahrscheinlich ein bisschen. Jawohl! Los, das geht besser! Ist gleich. So viel Talent! Warum nutzt. 5 Coins hätte ich so oder so krieg. So wie die 16 krieg, passt da. Und es hat sich sogar noch ein Joke verbessert. Dann haben wir die 20, dann schauen wir mal, was die Sponsoren. All this fly shit don't be cheap.
All these bad bitches that we keep round. Pockets gotta be deep now. Never lose again, living me deep down. Gotta keep winning, it's a clean sweep now. Jetzt können wir es aussuchen. 5-5-5, die habe ich angeschlossen. Dann kannte er die aber auf, wie geht auf 10. Platin geht nicht, aber gut geht. Kampfhype erzeugen plus 2000 plus 1800. 4 Kämpferträge doppelt, 5 Kämpferträge, 8 Kampfvertrag. Jetzt zum Überlegen. Einnahmen pro Kampf. Also was, wie taugt dies, wenn ich nehme dies. Dann haben wir da etwas in die Verbindung hinein. Dann simulieren wir uns dafür in die nächste Woche. Dadurch, dass wir jetzt dort den Top haben, die Einladung mache ich mir denke. Also wenn ich neue Moves dazu tue, dann seid ihr dabei. Wo haben wir denn unseren Tod? Wo ist er? Timing. Darauf kommt es an, wenn du deine Kämpfe gewinnen kannst. So, fürs Schwergewicht ist jetzt dies, ja, ich würde mal sagen, nicht so gut. Aber dadurch, dass wir gerade unter 100 Kilo haben, glaube ich, passt das schon. Würde funktionieren. Weiter, ein bisschen verletzt sind wir. Ist kein Ding. Das behandeln wir gleich und dann sind wir wieder. Jetzt können wir uns den Top-Doktor leisten mit der Kohle, was wir verdienen. Dann die nächste Woche. Dann machen wir jetzt nicht mehr Einladung. Mach Druck, wenn der richtige Moment gekommen ist. Und dann geh voll drauf. Hervorragende Kombo. Side Leg Kick. L2, L1. Ah, Side Kick. Ja, super! Ja, ja, das ist doch gut. Genau so, wie ich das sehen will. Nicht Front, sondern Seit. Spiel. Das Ding, wo du lang gebraucht hast, bis du kapiert hast. Und da keinen Zwischenschritt machen sollst. Also zwei neue Moves. Dann machen wir jetzt, haben wir noch 40, dann machen wir jetzt ein Boxtraining noch miteinander. Das ist hinausgegeben vor der Zeit.
man in the whole never league. Go to Philly, then I go to Reddy's, then I get a Rollie. Pusht ist das Timing das A und O. Warte auf den richtigen Moment und dann geh voll drauf. Super geblockt. Ich weiß, dass du das besser kannst. Ja, beim Boxen denke ich nicht drüber, dass ich das mal unten die Sahne in einer Haut. So. Warte auf den richtigen Moment und dann geh voll drauf, okay? So gewinnst du auch die harten Kämpfe. Super Block! Yeah! Geile Leistung! Gut gemacht! Sitze gerade ein bisschen mit aufwärts hocken noch. Weil ich meine, ich muss immer mal aus dem Clinch befreien. Komm schon, noch 30 Sekunden. Konnte ich das jetzt nicht übertreiben? Nicht, dass er mal drauf geht für die nächsten Wochen. Aber ich hab die Stufe 3 erreicht für den Uppercut. C-Fix. C-Fix. Aber macht nix. Gibt's halt doch kein Boxtraining mehr. Aber dann darf ich sagen, dass wir die 30 nicht überschreiten. Hier. Die Folge beenden. Ich trainiere jetzt nur die letzten Wochen allein weiter. Das wisst ihr, es kennt ihr das gleiche. Es ist immer das gleiche Prozedere. Und dann sehen wir uns zur zweiten Titelverteidigung wieder. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier auf meinem Kanal mit UFC 4, mit dem Champion weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt von Respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!